Wenn man das Wort Edelmetalle hört, denkt man vielleicht zuerst an Gold- und Silberschmuck oder an das gute Besteck bei der Oma. Ich habe zum Beispiel direkt so Goldbarren im Kopf. Vielleicht glänzt es in der Vorstellung auch. Aber Edelmetalle können zum Beispiel auch Verunreinigungen oder Legierungen haben. Um so etwas zu prüfen, gibt es den Beruf der EdelmetallprüferInnen. EdelmetallprüferInnen arbeiten in Laboratorien und untersuchen dort verschiedene Edelmetalle wie zum Beispiel Gold oder Silber. Liegen Legierungen oder Aschen vor, überprüfen sie mithilfe verschiedener chemischer Verfahren den Edelmetallgehalt. Bevor sie damit loslegen, entnehmen sie Proben und stellen Geräte und Chemikalien für die Untersuchungen bereit. Während der Untersuchung führen sie Versuchsprotokolle und halten die Ergebnisse im Anschluss am Computer fest. Dort erstellen sie dann Grafiken und Berichte der Messdaten. Das Bedienen, Instandhalten und Reinigen der technischen Anlagen und Werkzeuge gehört ebenfalls zu den Aufgaben der EdelmetallprüferInnen. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 1035 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 1100 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 1200 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Du arbeitest hier außerdem im Schichtdienst und deine Einsatzorte sind Materialprüfungsinstitute und Betriebe der Edelmetallerzeugung. Was die Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du zum Beispiel die Möglichkeit, dich zur TechnikerIn oder MaterialprüferIn fortbilden zu lassen oder du kannst anschließend noch studieren. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten, sich fortzubilden. Wenn du mehr Informationen zu diesem Thema erhalten willst, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Diese Ausbildung läuft dual ab. Das bedeutet, du erlernst deinen Beruf sowohl in der Berufsschule als auch in deinem Ausbildungsbetrieb. Während der Ausbildung lernst du, wie du die Dichte von festen und flüssigen Körpern bestimmst, wie du Feuerproben, elektrolytische Scheidungen und Metallprüfungen durchführst und wie du Edelmetallsalze herstellst. Zum Schluss weißt du genau, wie du Metallanteile bestimmst, Schutzgeräte handhabst und Arbeitsgeräte pflegst. Deine Zwischenprüfung findet am Ende des 2. Ausbildungsjahres statt und die Abschlussprüfung erwartet dich am Ende der Ausbildung. Außerdem musst du während der gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannter Edelmetallprüfer bzw. staatlich anerkannte Edelmetallprüferin. Schulisch wünschen sich die meisten Ausbildungsbetriebe von ihren Auszubildenden gute Noten in Mathe, Physik und Chemie. Abgesehen davon sind Selbstständigkeit und Sorgfalt wichtige Eigenschaften in diesem Berufsfeld. Genauso wie die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und logisch denken zu können. Jetzt gibt es für dich noch eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.